Hallo und guten Tag, mein Name ist Christoph Link. Ich möchte mir, Ihnen und Euch einen kurzen ersten Einblick in die unendlichen Weiten des neuen Universums geben. Das neue Universum gibt es seit fast 140 Jahren. Genau gesagt seit 1881. Es war immer für Menschen mit Zukunft gemacht und das ist es auch heute. Viele Generationen schätzten es als Einstieg in Abenteuer, als Ideenquelle und um Sachen zu erfahren, die einem sonst verborgen bleiben. Das neue Universum war der Vorläufer aller heutigen Illustrierten. Ein Jahrbuch des Wissens, der Forschung und des Abenteuers. Auch viele später berühmt gewordene Romanautoren und andere Künstler haben ihre ersten Werke im neuen Universum veröffentlicht. Geschichten mit viel Kopfkino, von Western bis Science Fiction. Abenteuerberichte, Treffen auf Kulturen der Welt und neueste Forschung. Großtechnologien, die Welt hautnah, Zukunft jetzt erleben und ein Teil der ganzen Welt sein, das bietet in jedem Band das neue Universum. Wissen, was gerade wo und wie läuft und ein Leben voller Neugier, mit offenen Augen für die kleineren und die ganz großen Zusammenhänge auf dem zerbrechlichen Raumschiff Erde. Nach ein paar Jahren Pause laufen die Maschinen nun wieder auf Hochtouren. Der lange erwartete Band 120 des neuen Universums geht Ende 2020 an den Start. Nunmehr als Best-of der großartigsten Reportagen des deutschsprachigen Zeitschriftenmarktes. Die Errungenschaften der digitalen Revolution bleiben natürlich nicht unbeantwortet. Aber weiterhin sind handfeste Reportagen zu Abenteuer, Kultur und Zukunftsthemen Kernbestandteil. Im Zeitalter rasant vorbeirauschender Informationsfluten, Fake News und leichter Social Media Kost steht das neue Universum für faktenbasierten Überblick, Zukunftsorientierung, Naturerlebnisse und Action. Früher gab es hin und wieder spezielle Sonderbände des neuen Universums zu ausgewählten Themen. Zu den Neuerungen in Band 120 gehört pro Artikel ein sogenannter QR-Code. Dieser führt beim Scannen mit dem Smartphone hin zu weitergehenden Informationen, begleitenden Filmen und andere Medien. So wird jeder Band des neuen Universums potenziell zusätzlich zur Multimedia-Plattform für jeden einzelnen Leser.